Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie und heute aus meinem Büro, wie man unschwer erkennen kann. Draußen regnet es gerade ziemlich, insofern habe ich mich schön hier reingekuschelt in mein Büro mit den drei neuen Karten für die kommende Woche vom 7. bis zum 13. Dezember und mit der Message für euch für die nächste Woche. Nicht nur das, ich habe auch was Neues. Ich habe einen neuen Facebook-Kanal eröffnet quasi für euch und da gibt es allerhand zu lesen. Ich schreibe da Blogs und lade da immer mal wieder irgendetwas hoch, unter anderem auch Tagesreadings, wenn es gerade so nötig ist, beziehungsweise meine Wochenreadings sowieso. Und ihr habt dann ganz gut die Möglichkeit, ein bisschen zu interagieren mit mir. Ich freue mich auf euch. Und dazu wollte ich dann auch noch sagen, für die Vorweihnachtszeit jetzt, falls ihr noch am Geschenke suchen seid, könnt ihr natürlich auch gerne ein persönliches Reading von mir verschenken, wenn ihr das möchtet, wenn ihr den einen oder anderen Menschen in eurem Umfeld habt, wo ihr sagt, wäre vielleicht mal ganz hilfreich oder ganz nett, eine kleine Anregung von mir zum Weihnachts, Geschehen. Unter anderem. Also ihr Lieben, ich habe jetzt hier mal die drei Karten für euch und los geht's mit der Freude. Wie schön. Da steht, Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichen Form anzuziehen und zu kreieren. Meine Rede, ihr Lieben. Also, es ist jetzt ganz wichtig für die nächste Zeit, gerade jetzt so für die Vorweihnachtszeit, wo man ganz gerne so ein bisschen dem Stress zum Opfer fällt, beziehungsweise der Planung und dem, was man da so alles noch zu besorgen sucht und muss und man möchte einfach einen reibungslosen Ablauf haben und rauf und runter, ihr kennt das alle, sicherlich der ein oder andere mehr oder weniger und wir verschwinden dann selbst immer so ein bisschen unter dem riesen Haufen der Erwartungen, die da an uns gestellt werden oder die wir uns selber stellen und vergessen uns so ein bisschen, also vergessen vor allem immer darauf zu achten oder immer öfter darauf zu achten, wie es uns eigentlich geht, wie man sich eigentlich fühlt. Und das ist aber nun mal das Wichtigste, auf was ihr achten könnt und auch solltet, denn damit habt ihr einfach einen ganz, ganz riesen, großen, wie soll ich sagen, ganz, ganz, ganz viel Macht in der Hand, wie eure Erfahrungen dann anschließend aussehen. Also solltet ihr einfach ganz, ganz stark darauf achten, wie ihr euch fühlt, dass ihr euch wirklich mit Dingen beschäftigt, die euch ein Gefühl der Freude entlocken. Die meisten Menschen sind so gepolt, dass sie sagen, naja, dann gib mir irgendwas, über was ich mich freuen kann und dann kann ich mich auch freuen. Die Lieben wollen euch darauf hinweisen, dass andersrum das Ganze richtig herumläuft. Sprich, ihr sollt euch aus eurem Inneren heraus mit Dingen beschäftigen, die euch ein Gefühl der Freude geben. Also nicht erst darauf warten, dass von außen irgendwas vor euch hingestellt wird, sondern bitte guckt erstmal nach innen, schaut erstmal, was ihr in euch generieren könnt, was ihr an Themen, Menschen, Situationen, was auch immer ihr euch da so in euren Gedankenapparat holen könnt, was euch ein Gefühl der Freude entlockt, was euch Spaß macht, worüber ihr einfach wirklich gerne nachdenkt. Und das sind eben, wie die Lieben eben sagen, auch Dinge, die ihr schon geschaffen habt, die ihr schon erlebt, die ihr einfach schon hierher gebracht habt, direkt zu euch, wo ihr es erleben, schmecken, fühlen, alles Mögliche könnt und euch schon drüber freuen könnt. Also nehmt das bitte. Ja, schaut nicht irgendwo in die Zukunft hin und sagt, na, wenn ich das hab und bin und überhaupt, dann kann ich mich mal freuen vielleicht eventuell, dann ist das etwas schwierig vom Ablauf her. Also andersherum ist es richtig, ihr Lieben, ja, erst freuen. Dann kommt auch Freudiges auf euch zu, auch eine freudige Vorweihnachtszeit. Die nächste Karte passt ganz wunderbar dazu, denn in dem Moment, wo ihr euch
mit euch wohlfühlt, wo ihr wirklich darauf achtet, dass ihr euch mit Dingen umgebt, die sehr positiv sind, die euch einfach freuen lassen, habt ihr eine ganz andere Ausstrahlung. Ihr habt wirklich ja eine Anziehung auf alles Schöne und Gute. Ihr seid einfach wesentlich ja eben anziehender für eure Umwelt. Und seid dadurch natürlich auch ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin für eure Mitmenschen, die einfach dann auch sehen, Mensch, siehste, der oder diejenige kann sich einfach nur gut fühlen. Und man braucht da erst gar nicht dafür sorgen, dass der Mensch sich gut fühlt, sondern er fühlt sich einfach gut. Und das kann man sich abgucken. Und man kann dann wirklich die Schwingung aufnehmen. Und das ist sehr lehrreich. Also gerade für die Leute, die um euch rum sind, die vielleicht auch vergessen haben, dass man sich, egal in welcher Jahreszeit oder in welchem Moment, man kann sich gut fühlen, man kann sich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren, man kann so eine Art Negativitätsdiät durchsetzen, sprich Medien nur sehr gefiltert zu sich nehmen, alles, was man sowieso gerade hier und jetzt nicht ändern kann, ist nicht sehr hilfreich, das ins Wohnzimmer zu lassen, jeden Abend zum Beispiel und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine, diejenigen, die mich schon länger anhören, die wissen, dass wenn ich von Negativitätsdiät spreche, ist es wichtig zu wissen, mal gucken, was man sich da so medientechnisch eben reinzieht, Fernsehen, Internet, was auch immer. Ihr tut euch wesentlich leichter, wenn ihr einfach darauf achtet, euch mit schönen Dingen zu umgeben, beziehungsweise an schöne Dinge zu denken. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr schön, euch dann zu beobachten. Es ist sehr hilfreich. Ihr werdet vielen Menschen dadurch helfen, dass ihr einfach so seid, wie ihr seid und dass ihr einfach wirklich auf euch achtet. Ja, also man kann die Welt definitiv dadurch wesentlich effektiver und besser verbessern, wenn man das Ansinnen hat, dadurch, dass man sich gut fühlt, als wenn man sich beispielsweise mit irgendwelchen Dingen beschäftigt und dann krampfhaft versucht, in den Medien beispielsweise, und dann krampfhaft versucht, dagegen anzukämpfen. Also das ist schwierig. Ja, also besser, hilfreicher seid ihr auf jeden Fall, wenn ihr euch erstmal sehr gut fühlt. Und das könnt ihr jederzeit und eigentlich auch und uneigentlich auch. Egal, was um euch herum passiert, dass die Macht, an das zu denken, was ihr wollt, habt ihr immer. Ja, also, dann seid mal gute Lehrer. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, dass es den Leuten um euch rum gut geht. Ihr müsst nicht drum kämpfen. Ihr müsst nicht reden, bis der Arzt kommt oder Leute überzeugen. Nein, ihr müsst euch einfach nur gut fühlen und euch um euch kümmern, soll ich euch weitergeben von den Lieben. Da ihr das offensichtlich sehr, sehr, sehr gut macht, ist es so, dass jetzt die dritte Karte ist der Jesaja. Da heißt es, dies ist ein guter Zeitpunkt, neue Ideen und Situationen in deinem Leben zu erschaffen. Ich werde dich bei diesen Veränderungen behüten, leiten und schützen. Also, die Karte spricht jetzt einfach davon, dass ihr durch euer Denken und Fühlen und durch euren Willen auch bewusster zu werden und auch wacher zu werden, da einiges in Gang gesetzt hat, das eigentlich gar nicht mehr wirklich reversibel ist. Ihr seid jetzt auf einem Weg und habt da vielleicht einen ein oder anderen, wie soll ich sagen, Moment, wo ihr sagt, ja, bleibe ich doch lieber auf der sicheren Seite, bleibe ich doch lieber da, wo ich bin, mache ich doch lieber weiterhin genau das, was ich bisher gemacht habe, dann kann mir nichts passieren, weil ich ja nicht weiß, wenn ich jetzt weitergehe und wenn ich meine Möglichkeiten jetzt mal erkunde, wenn ich jetzt einfach mal einen Schritt nach vorne gehe, mein Leben verändere, wer weiß, was dann da so alles kommt. Sie sagen, go. Also es ist wirklich ein ganz toller Zeitpunkt, weiterzugehen. Es ist ein ganz toller Zeitpunkt, dass ihr wirklich euren Wünschen folgt und euch jetzt nicht da wieder ängstlich und zögerlich zurückzieht und sagt, lieber doch nicht, sondern es ist wirklich sehr empfehlenswert, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, der ist sehr günstig, um wirklich dahin wieder ein Schrittchen mehr zu unternehmen, wo ihr hin wollt. Vielleicht wollt ihr irgendwo hinziehen, vielleicht wollt ihr eine andere Partnerschaft oder eine neue Partnerschaft, vielleicht wollt ihr einfach einen neuen Job, vielleicht wollt ihr ein neues Hobby anfangen, egal was es ist, für jeden ist es eventuell was anderes.
Guckt einfach wirklich, dass ihr euch jetzt nicht zurückzieht, ängstlich, sondern dass ihr euch wirklich getragen fühlt von den Energien, die da sind und die immer, und das will die Karte eben sagen, will der Jesaja sagen, ihr seid immer getragen, egal was ihr macht. Und wenn ihr euch entscheidet, wieder in den nächsten Schritt zu gehen, dann gehen die neuen Türen auf für euch. Und irgendjemand ruft an, macht euch ein Angebot oder ihr seht irgendwas, begegnet Menschen, die euch helfen. Also euch wird wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt geholfen und ihr seid nie alleine. Ja, und wenn ihr darauf achtet, wie wunderbar die Sachen sich eintüten für euch, dann wird das auch immer besser, immer mehr und ihr wundert euch irgendwann nur noch in sehr positiver Weise, was da alles auf euch zukommt, wenn ihr wirklich wie ein Kind voller Entzücken durchs Leben geht und wirklich sagt, ja wow, und das klappt jetzt auch und das geht auch und wow, das ist ja alles ganz toll. Also ein Schritt nach dem anderen, ihr Lieben, ihr dürft gehen, ihr dürft einfach euch weiterentwickeln, dahin gehen, wo ihr hin wollt und ihr seid wirklich absolut geführt und getragen, natürlich aus eurem Inneren, anhand eurer Gefühlswelt. Achtet wirklich sehr drauf, das ist gerade für die nächste Woche wieder sehr wichtig, achtet sehr drauf, welches Gefühl da aus eurem Inneren kommt, wenn das wirklich freudig ist und sagt, oh ja, das mache ich jetzt, dann ist das genau der richtige Schritt. Und dann lasst ihr euch bitte von nichts und niemandem im Außen davon abbringen, sondern macht genau das Schritt für Schritt für Schritt. Die Spanier sagen immer poco a poco, das heißt ein bisschen immer nur. Ihr braucht euch nicht überfordern oder ja selbst überrennen, sondern Schritt für Schritt geht euren Weg. Und ihr werdet sehen, irgendwann dreht ihr euch um und seid eine riesenlange Strecke gegangen und seid eigentlich genau da, wo ihr hin wolltet. Ja, also, das ist für die Woche angesagt, ihr Lieben. Damit wünsche ich euch natürlich jetzt erstmal viel Spaß. Dann kam eine Rubrik Zuschauerfrage, kam dann noch eine Frage zum Thema virtuelle Realität. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Was ist damit gemeint? Eine virtuelle Realität ist im Prinzip das, was ihr auf eurer inneren Leinwand euch erschaffen könnt. Also wenn ich jetzt sage, stellt euch jetzt bitte einen Elefant mit grünem Rüssel vor, dann ist dazu, denke ich mal, und weiß ich auch, jeder in der Lage. Also, wenn ihr in eurem Zustand beispielsweise der Freude seid und ihr freut euch einfach und seid draußen in der Natur und habt Spaß, wie auch immer, dann ist der allerbeste Zeitpunkt, euch genau das vorzustellen, was ihr leben möchtet, was ihr erleben möchtet. Es können ganz einfache, banale Sachen sein, es können größere Sachen sein. Es ist vollkommen egal. In dem Moment, wo ihr euch das im Kopf quasi kinotechnisch vorstellt und euch freut dabei, das ist quasi der erste Schritt eurer Manifestationsarbeit. Also Arbeit klingt immer etwas schwierig, ist es aber nicht. Das ist im Prinzip eine äußerst angenehme Sache. Das, was ihr im Kopf habt, das, was ihr wirklich euch vorstellen könnt und wollt, einfach nur deshalb, weil es sich unglaublich gut anfühlt, das ist im Prinzip, sich eine virtuelle Realität herzustellen. Ja, also ihr sollt euch jetzt nicht irgendwas zusammenbasteln, künstlich, worüber ihr euch gar nicht freut irgendwie, sondern oder was ihr vielleicht denkt, was die Gesellschaft von euch erwartet oder was auch immer, sondern stellt euch wirklich haargenau das vor, was ihr leben wollt. Und das ist wichtig. Und das ist im Prinzip wirklich einfach nur diese innere Vorstellungskraft, diese Leinwand, die ihr in eurem Inneren habt, die letzten Endes ihr aufgrund eurer positiven Impulse, die ihr aus eurem Inneren bekommt, denn das ist auch was ihr an Führung bekommt aus eurem Inneren. Wenn euch so eine Idee in den Kopf kommt, das ist Führung, ja. Also wenn eine Idee kommt für irgendetwas, ein Hobby, ein Beruf, irgendeine Aktion, irgendeine Aktivität, dann ist das Bestandteil eurer inneren Führung. Also lehnt's nicht ab, schmeißt's nicht weg und sagt, ach, zu schön, um wahr zu sein, aber alles ein Märchen oder kann ich sowieso nicht und so.
Das ist dann nicht der richtige Weg, sondern wenn ihr euch an etwas erfreut und euch das innerlich vorstellen könnt und wirklich Spaß dabei habt, dann wirklich, dann melkt das, solange ihr könnt. Und wenn es dann keinen Spaß mehr macht, weil ihr sagt, na ja, das kann ich aber ja doch nicht, dann lasst es bitte wieder und wendet euch einem anderen Thema zu. Aber ihr habt, solange es euch Spaß macht, habt ihr eine wunderbare Arbeit geleistet in die Richtung dessen, was ihr wirklich wollt. Und das, wie gesagt, bezeichnet man als ja virtuelle Realität. Damit erschafft man, ja. Und das ist der erste Schritt. Das ist praktisch Schritt Nummer eins in der Erschaffung eures Lebens, eurer wirklichen gelebten Realität, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken möchte. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Und damit wünsche ich euch natürlich auch ganz, ganz viel Spaß. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf dann übernächste Woche. Denn wie gesagt, ich bin die nächsten 2 Wochen nicht da, werde ein Reading dann noch vorschicken, sozusagen voraufnehmen, weil das dem Universum ziemlich wurscht ist. Die Zeit. Ihr bekommt dann quasi das Reading für die übernächste Woche auch gleich nachgeschickt und dann in der übernächsten Woche sehen wir uns, denke ich, wieder, weil dann bin ich wieder da und das Wetter ist sicherlich wieder sehr schön und dann nehme ich euch wieder irgendwo schön mit raus. Okay, ihr Lieben, also ich freue mich, wie gesagt, auf viele Besuche auf meinen Seiten. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Anfragen für persönliche Readings und ja, dann schicke ich euch ein dickes Küsschen nach Deutschland und eine wunderschöne Zeit. Tschüss!